Na, das ist doch was. Und jetzt kommen wir zu jungen Menschen, deren Motto lautet, möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen. Deshalb leben sie zusammen in einer WG. Und hier dürfen nur Start-up-Gründer einziehen, die einen Mindestumsatz von 1 Million $ pro Monat machen. Wir durften die Business-WG einen Tag lang begleiten. Und der beginnt ziemlich früh. Und jetzt machen wir einiges kaputt, aber aus einem guten Grund. Aber zuerst gibt's für Sie noch was Tolles zu gewinnen. Meine Kollegin Claire zettelt ein Duell unter Nachbarn an. Zu genau diesem Thema. Wer kann's besser? Wieder was gelernt. Auch wenn man das heutzutage kaum noch glaubt. Das hier, nämlich alte Autos ausschlachten, ist immer noch ein sehr lukratives Geschäft. Wie sehr sich das rechnet und wie viel Aufwand das ist, hat mein Kollege Matthias Fiedler am eigenen Leib erfahren. Und weil uns das so Spaß macht, haben wir jetzt ein Bilderrätsel für Sie. Bevor wir aber damit loslegen, können Sie bei uns noch was Schönes gewinnen. Na, ob das jetzt der perfekte Augenaufschlag war, das müssen Sie beurteilen. Auf jeden Fall war es das für heute mit Galileo. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Machen Sie es gut bis dahin. Bleiben Sie gesund. Tschüss.